Hallo, hier ist wieder der Kai von Watchwise und heute geht es um eines der begehrtesten Modelle von Rolex, der Skydweller in Stahl. Warum diese Uhr der Beweis ist, dass Rolex Innovation doch beherrscht, wie diese Uhr überhaupt zu bedienen ist, wie man an diese Uhr zum Listenpreis herankommt und wieso diese Rolex nicht nur ein Schnäppchen ist, sondern vielleicht sogar die beste Rolex überhaupt, das erfahrt ihr in diesem Video. Gestalt der Skydweller erinnert sofort an die Fortführung der Uhr, die Rolex 1945 als erste Uhr mit wechselndem Tagesdatum vorgestellt hat und die heute unter dem Namen Datejust eine der beliebtesten Uhren aus dem Rolex-Portfolio darstellt. Doch die Skydweller ist mehr als das, sie ist eine Datejust auf Steroiden, die mehr liefert in jede erdenkliche Richtung. Statt den bis zu 41 mm für die Datejust hat die Skydweller einen Gehäusedurchmesser von 42 mm, wirkt am Handgelenk jedoch um einiges massiver als andere 42 mm Uhren, beispielsweise die Omega Speedmaster. Das liegt vor allem an der durchaus wuchtigen Gehäusehöhe der Uhr. Statt der 11,8 mm, die eine Datejust in der Höhe misst, bringt es die Skydweller auf 14 mm und sitzt damit wirklich deutlich höher auf dem Handgelenk auf. Auch das außen gebürstete und innen polierte Äußerband der Uhr bietet mehr als bisher von klassischen Rolex-Modellen gewohnt. Sowohl am breiteren Bandanstoß als auch in der Schließe, die angenehmerweise über eine 5 mm Easy-Link-Verlängerung verfügt. Das heißt, das Armband kann, um eben diese 5 mm in der Länge verändert werden, ganz ohne Werkzeug. Aber wir haben bisher noch nicht über das auffälligste und vielleicht wichtigste Merkmal der Skydweller gesprochen, die Lünette. Streng genommen ist die Skydweller aus Stahl, nämlich eine Skydweller aus Rolesor. So nennt Rolex die Mischung aus Edelstahl und Gold. Aus Weißgold ist nämlich die geriffelte Lünette gefertigt, die Rolex der Skydweller verpasst hat. Und die sorgt nicht nur für einen flashigeren Look, den wir von den Datejust und Daydates bereits kennen, in ihr ist auch das Geheimnis verborgen, das gleichzeitig beweist, dass es Rolex entgegen anderslautender Meinungen an Innovation überhaupt nicht fehlt, denn die Skydweller ist definitiv eine der größten Innovationen der letzten Jahre in der Uhrenwelt. Doch was hat die Lünette mit der Innovation von Rolex zu tun? An dieser Stelle wäre es sinnvoll, zunächst zu klären, was die Skydweller überhaupt kann. Der nächste Schritt voraus gegenüber der Datejust. In der Skydweller ist nämlich nicht weniger verbaut als ein kompletter Jahreskalender, was sie laut Hodinkee übrigens zur kompliziertesten Rolex-Uhr aller Zeiten macht. Ein Jahreskalender bedeutet, dass die Uhr selbst zwischen Monaten mit 30 und 31 Tagen unterscheiden kann und somit nur einmal im Jahr, am 1. März, gestellt werden muss. Das Besondere ist aber, wie Rolex diesen Jahreskalender umgesetzt hat, technisch und optisch. Das verbaute Rolex-Manufaktur-Kaliber 9001 stellt hierbei definitiv die größte Innovation der Skydweller dar. Dieses Werk basiert auf 11 neuen Patenten und Rolex hat es geschafft, die Jahreskalender-Funktionalität mit dem Einsatz nur 4 neuer Zahnräder zu bewerkstelligen. Anders als komplizierte Uhren anderer Hersteller, also extrem platzsparend. Und genau das wird auch beim Ablesen des Datums deutlich. Ganz normal liest man dabei das Tagesdatum von dem durch eine Lupe 2,5 vergrößerten Datumsfenster ab. Beim Monat wird es nun aber wirklich genial. Rolex hat sich hier die Tatsache zunutze gemacht, dass das Zifferblatt genauso 12 Stunden hat wie das Jahr 12 Monate. Und anstatt nun Platz auf dem Zifferblatt zu verschwenden, liest man den aktuellen Monat in den kleinen Fenstern außerhalb der Indizes ab. Und dreht man den Zeiger beispielsweise am 30. Juni über 23.59 Uhr, so springt das Datumsfenster nicht auf die 31, sondern direkt auf die 1, gemeinsam mit dem Wechseln des Monatsindikators von der 6 auf die 7. Mit dem gesparten Platz auf dem Zifferblatt hat Rolex nun entschieden, noch einen draufzulegen. Anstatt das Zifferblatt leer zu lassen, schenkte Rolex der Skydweller noch eine GMT-Funktion, also eine 24-Stunden-Anzeige, die die eindeutige Tag-Nacht-Zeit einer zweiten Zeitzone darstellen kann. Auch bei der Bedienung des Skydweller räumt Rolex auf. Denn was auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert wirkt, ist beim tatsächlichen Bedienen wirklich einfacher als gedacht. Die Skydweller zu stellen fühlt sich schon beim ersten Mal hundertprozentig intuitiv an. Während man viele Jahreskalender anderer Marken aufwendig durch das Betätigen verschiedener Drücker am Uhrengehäuse einstellen muss, kommt hier die vorher genannte Lünette nun endlich zum Einsatz. In Kombination mit der Aufzugskrone ermöglicht sie das schnelle und unkomplizierte Einstellen von Uhrzeit, Tag und Monat.
Die Lünette lässt sich dabei ähnlich wie schon bei der Yachtmaster 2 in verschiedene Positionen drehen. Im ersten Schritt dreht man die Lünette so weit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn, schraubt die Krone auf und zieht sie in die äußere Position. Jetzt stellen wir auf der 24-Stunden-Zeitanzeige unsere Referenzzeit, also beispielsweise unsere Heimatzeit ein. In diesem Fall machen wir das mal auf 20.30 Uhr. Als nächstes stellen wir die Lünette einen Schritt weiter im Uhrzeigersinn. Das Drehen der Krone bewegt jetzt nur noch den Stundenzeiger, womit wir nun die Lokalzeit einstellen können. Sind wir also zu Hause, können wir auch den Stundenzeiger auf 20 Uhr einstellen. Im letzten Schritt wird es nun Zeit, das Datum einzustellen, wofür wir die Lünette noch einen Schritt weiter nach rechts drehen. Jetzt können wir das Datum, als Besonderheit übrigens vorwärts und rückwärts, verändern und zwar so lange, bis wir im richtigen Monat und am richtigen Tag sind und das war's. Wer seine Uhr nun jeden mindestens dritten Tag trägt, muss sie dank der 72-Stunden-Gangreserve nur einmal im Jahr neu stellen. Um die Uhr allerdings stellen zu können, muss man sie erstmal besitzen. Und hier kommt vielleicht die wichtigste Frage um die Skydweller ins Spiel: Wie komme ich in den Besitz eines solchen Modells? Theoretisch sollte man meinen, wer die 13.050 Euro Listenpreis zusammengespart hat, geht einfach zum Rolex-Händler und holt sich die Uhr. Doch Rolex wäre nicht Rolex, wenn man so eine Uhr sich einfach mal kurz zulegen könnte. So gehört gerade die Skydweller zu einem der begehrtesten Modelle. Das war aber nicht immer so. Als die Skydweller 2012 erstmals vorgestellt wurde, wollte sie praktisch niemand. Woran das lag? Die Skydweller von 2012 kamen ausschließlich in Edelmetallen und das bedeutete vor allem ein Preisschildchen von über 40.000 Euro. Der Aufschrei und der Wunsch nach einer Stahlvariante war groß und genau diesen hat uns Rolex dann 2017 auf der Baselworld mit der Referenz 326934 auch erfüllt. Aber wo ist jetzt das Problem? Blöderweise gehört die Skydweller in Stahl zu einem der am wenigsten ausgelieferten Modelle überhaupt. Um genau zu sein, wird sie laut unserer Infos sogar seltener ausgeliefert als die Daytona. Es gibt also nur genau zwei Möglichkeiten, um an diese Uhr ranzukommen. Nummer 1, man ist bereits guter Kunde bei einem Rolex-Händler. Nur dann hat man die Möglichkeit, solch eine Uhr in absehbarer Zeit zum Listenpreis zu erhalten. Oder Nummer 2, man kauft die Uhr zum Marktpreis ein. Und das heißt, es werden aktuell für die weiße Variante 15.000, für die schwarze 16.500 und für die Skydweller mit blauem Zifferblatt 20.000 Euro fällig. Aber ganz unabhängig davon, ob man jetzt 13.000, 15.000 oder 20.000 Euro für die Skydweller bezahlt, insgesamt ist die Skydweller für eine Luxusuhr mit Jahreskalender und dann auch noch aus dem Hause Rolex tatsächlich verglichen mit anderen Marken und Modellen mit einem Jahreskalender immer noch ein wahres Schnäppchen und jeder sollte diese Uhr unbedingt mal live gesehen haben. Ist die Rolex Skydweller die beste Rolex, die je gebaut wurde? Es kommt natürlich darauf an, welche Präferenzen man hat. Rein von der Funktionalität ist die Antwort von uns an dieser Stelle, ja, das ist sie. Wie sieht's bei euch aus? Gefällt euch die Skydweller und würdet ihr euch auch gerne diese Uhr zulegen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, ich freue mich auf eure Meinungen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.